willkommen wieder zu einem neuen Video. Und zwar heute mal wieder ein kleines Unboxing-Video. Und zwar von das Spiel Quantum Break Timeless Collector Edition. Ja, von der Firma Remedy, wie von Max Payne und Alan Walk von Microsoft Studios. Und zwar Zeit ist Macht. Jack Joyce wird unfreiwillig zum Teilnehmer eines Experiments, das die Zeit selbst zersplittern lässt. Nun muss er seine neuen Kräfte meistern und das verschwiegene Unternehmen Monarch Solutions bekämpfen, um alles wieder ins Lot zu bringen, bevor es zu spät ist. Reiche und rasante Erzählung von Remedy Entertainment. Nutze deine Zeitkräfte, um Feinde und Umgebung zu überstehen. Alles in epischen Szenen zerbrochener Zeit. Aufregendes, filmreifes Gameplay, verbunden mit einer fesselnden Geschichte, mit echten Schauspielern, die durch deine Entscheidung bestimmt wird. Läuft über Steam, ich hab's auch schon mal gezockt, unter dem Microsoft Store. Ja, du brauchst erstmal ein paar Gigabyte zum Runterladen. Was ich bei dem Spiel ganz geil finde, da gibt es nämlich eine Option, und zwar nennt sich die kopiergeschützte Musik deaktivieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Let's Play mache und die Musik läuft im Hintergrund und ich lasse bei YouTube hoch, dann wird das Video nicht gesperrt, weil ich die Option im Spiel dann praktisch deaktiviert habe, kopiergeschützte Musik praktisch deaktivieren. Das war auch nicht recht teuer, sag ich mal, in Saturn war auch das letzte Exemplar, aber ich kann da sehen, hab ich mir gesagt, komm, ey, nimmst du mit, ey, und dann ist gut. Für 13 Euro, sag ich mal, ist das tipptopp, und ich würde sagen, wir reißen uns das hier mal auf. Oder machen es erstmal auf. So, ich hab extra so lange gewartet zum Auspacken. GoPro musste noch aufgeladen werden. Alles so eine Sache. Ist jetzt hier nicht das beste Unboxing-Video, aber immerhin. Video ist ein Video. So, schauen wir erstmal. So, ziehen wir das hier erstmal hier raus. Na, hier mit der Pappe ist ja typisch, hatte ich bei dem Halo-Spiel auch genau die gleiche. Ja. So, legen wir das erstmal hier hin. Ja. Time is power, Zeit ist power. So, gucken wir jetzt mal hier hin. Ja, The Silkweed History of the Time Travel. Das ist praktisch ein Buch wahrscheinlich. Da gucken wir mal hin. Ja, praktisch die Firma hier. Ich denke mal, das wird hier, ja, die Macher von Max Payne, hatte ich ja im Anfangsvideo schon mal erwähnt. Ja, Alan Walk zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was die noch dafür Spiele gemacht haben. Ja, außer Quantum Fleet. Ja, das ist zum Beispiel hier, wie sie Spiele programmiert haben, hier irgendwelche 3D-Modelle. Wie man hier so schön sieht. Ja. Aber ist auch alles Englisch, wie ich das hier so sehe. Ja. Es ist wirklich ist schon ein cooles Game, also macht schon Laune. Ja, kann man sich durchlesen, muss man natürlich nicht. So, hier werden, denke ich mal, die CDs drin sein. Monarch Solution ist praktisch die Firma in dem Spiel, die man dann praktisch bekämpfen muss. Remedy, die Programmierer des Spiels. Ah, hier ist ein bisschen geknickt. Mal gucken, was das hier so ist. Ah, hier ist zum Beispiel ein Poster drin, da kümmern wir uns mal gleich drum. Aha.
Nicht große Poster optimal, nicht so groß, nicht so klein. Ja. Nicht so klein, nicht so groß. Ist ein Gericht optimal? Oh, bleibst du stehen? Hier ist auch noch eine andere Seite. Sieht zum Beispiel so aus. Ich muss meine Kamera mal ein bisschen höher machen. So, dass man das auch optisch sieht. So. Sieht okay aus. Ist kein Bringer, aber immerhin. So, denke mal, das wird hier Quickstart ja sein. Anleitung mit Controller, Tastatur. Ja. Wer braucht? So, hier ist schon mal eine CD rausgeflogen. Die war bestimmt hier drin. Ja, muss ich hier erstmal zählen. Wie viele CDs sind denn jetzt hier? 7 Stück? Ne, 6. Ja. Werden wir die erstmal hier. Ja, da ist der Steam Key, den dürft ihr natürlich nicht sehen, aber dürft ihr sehen, bevor den sieht, ist das auch schon eingelöst. Ja, moin. So, CD ist gleich runtergeflogen, sehr schön. So, haben wir DVD 2 praktisch. Ah, die ist sogar hier runtergeflogen, ja, moin. Naja, hier. So, das ist CD 5. So, hier haben wir 3. Ah, krieg's gar nicht raus, ey. Ja, moin, ey. Dann haben wir hier eben mal Quantum Break Soundtrack. Oh, kann man ja mal geschmackvoll mal reinhören. Dann haben wir hier. Alter, wer hat denn die CDs hier so reingeknallt, ey, sag mal. Quantum Bleak, Defopimet, History, ist ja eine Blu-Ray-Disc, also ist das nicht schon Hammer. Also, ist natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt halt die CD raus, jetzt ist dann praktisch CD 3. Ja, die legen wir mal da hin, die Tastatur ein bisschen höher. So, Disc 4. So. Die legen wir da hin. Ja, das ist ja schon echt ein bisschen übertrieben, was die CD-Hüllen angeht. 6 Fächer, nee, sind ja 4. Also 7 CDs. Also Leute, das ist ja noch her wie bei GTA gewesen. Man merkt, der Tisch ist hier ein bisschen zu klein, aber egal, kriegen wir schon alles hin hier. Oh, den quetschen wir hier mit so drin. Ja, der Poster können wir hier auch so drin klemmen. Die Verpackung. Ja, ist nicht der große Bringer, aber es geht. Hier, warte mal, ich werde mal das Licht hier ein bisschen höher stellen. Eigentlich ist es schon volle Pulle. Ja. Also CD 1, 2, dann haben wir hier praktisch 3. 4, dann haben wir hier noch eine 5. Ja, ein Soundtrack haben wir da noch. Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Hier, denke mal, die Blu-ray, denke ich mal, wird sein. Die Entstehung der, ja, die Entstehung, die spürt, die Entwicklung. Kann ich mir praktisch vorstellen, was anderes kann ich mir nicht denken. Die Entstehung, die spürt.
Hier das Poster. Hier so ein kleines Buch. Ja, und die Verpackung. Ja, das wär's eigentlich schon. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und reingehauen. Bis zum nächsten Video.